Das Braugassentheater ist ja eigentlich ins Leben gerufen worden, um auf die Braugasse am Markt aufmerksam zu machen. Warum macht man es jetzt weiter? Ja, nee, der Anlass ist schon richtig. Das war damals der Grund. Wir machen es natürlich weiter, weil es einfach ein schönes Fest geworden ist, weil es was zur Belebung der Altstadt beiträgt und wie gesagt, weil es auch für Hoyerswerda eine einmalige Geschichte ist, mal so Straßentheatertruppen in Hoyerswerda zu erleben. Was erwartet die Besucher in diesem Jahr denn? Ja, Straßentheater. Also sind verschiedene Künstler wieder eingeladen worden, zum großen Teil aus ganz Deutschland, aber aus den Niederlanden kommt jemand. Und Zorbingbälle, Kinderspielaktionen, also viele Sachen, gastronomische Angebote natürlich. Aber im Mittelpunkt stehen natürlich die Straßentheaterkünstler. Was sollte denn man von denen nicht verpassen? Ah ja, nee, da gibt es eigentlich ganz viel. Wir haben ja so ein Rotationsprinzip, ne? Man kann ja alle 2-3 Mal sehen sozusagen, sodass man eigentlich keinen verpassen müsste, wenn man die gesamte Zeit von 14 bis 19 Uhr da wäre. Ja, sehr empfehlenswert ist Felix Meyer, ein ganz fantastischer Straßenmusiker aus Hamburg, den wir entdeckt haben und wo wir uns gefreut haben, dass wir den mit seiner Band gekriegt haben. Vom Theater Gatsches aus den Niederlanden, die haben eine wunderbare Performance Wanted, das ist Kamaduka Straßentheater, die macht mit Stelzen bestimmte Geschichten. Also ist ganz bunt wieder, sind kleine Sachen dabei, sind größere Sachen dabei. Los Pepitos, die werden wieder als Samba-Truppe den Markt zusammentrommeln. Also das wird schon laut, lustig und bunt. Laut, lustig und bunt soll es auch für die Kinder werden. Was habt ihr denn da im Angebot? Ach, ne, alles so ringsrum ums Theater, ne? Masken bauen, Hüte bauen, Spielaktionen, Schminken. Die Zorbingbälle können ausprobiert werden. Also das sind 3 Meter große Bälle, in denen man sich bewegen kann. Also das ist bestimmt auch mal was ganz Lustiges. Und also da gibt es ganz viel, ganz abgesehen davon, dass die Kinder natürlich auch sich über diese Programme freuen werden. Was wünscht ihr euch für Samstag? Eigentlich muss man sich nur ein was wünschen, es ist richtig gutes Wetter, weil dann kommen auch genug Leute. Aber vielleicht sollte man in Hoyerswerda sich auch noch wünschen, dass genug Leute kommen, das wäre auch schön. Ich danke fürs Gespräch. Bitte.